Es geht um Podcasts. Hier auf diesem Bild sehen Sie meinen Namen, Sie sehen meine E-Mail-Adresse und die vier Podcasts, die ich seit 10 Jahren, seit 2 Jahren, seit einem Jahr gestalte, allein oder mit diversen Podcast-Partnerinnen und Partnern. Und das können Sie sich jetzt in Ruhe anschauen. Sie können sich gerne, wenn Sie das gerne wollen, meinen Namen aufschreiben oder auch meine E-Mail-Adresse aufschreiben oder den Titel von dem Podcast aufschreiben. Sie können sich aber auch Zeit lassen damit, denn mehr werden Sie nicht zu sehen kriegen heute. Das wird die einzige visuelle Unterstützung sein meines Vortrags, denn es geht ja um ein Audio-Medium und da gibt es was zu hören und nichts zu sehen. Das heißt, wenn Sie sich das ausreichend angeschaut haben und denken, jetzt ist es genug, mehr kann ich da aus diesem Bild nicht mehr rausholen, dann können Sie von mir aus gern die Augen zumachen, das stört mich nicht. Sie können sich gern hinsetzen, die Augen zumachen dabei. Von mir aus können Sie auch einschlafen. Das ist, Sie sind ja freiwillig hier, wie Sie da Ihre Zeit verbringen, das möchte ich Ihnen nicht vorschreiben. Wenn Sie halt nicht schnarchen würden, das wäre nett, aber tatsächlich ist das eines der, nicht das häufigste, aber ein sehr häufiges Feedback, das ich auf meine Podcasts bekomme, das auch andere Leute, die Podcasts machen, bei ihren Podcasts bekommen, nämlich, ich höre deinen Podcast so gern zum Einschlafen. Und da kann man sich jetzt überlegen, wenn man sowas zu hören bekommt, ist das gut, ist das ein Kompliment? Weil eigentlich, wir wollen ja Wissenschaft kommunizieren in diesem Fall. Ja, wir wollen Wissenschaft kommunizieren und wenn man beim Wissenschaft zuhören einschläft, könnte man sich denken, okay, da ist was falsch gelaufen, das ist irgendwie zu fad, zu langweilig, da habe ich was falsch gemacht, wenn mein Publikum einschläft dabei. Aber tatsächlich ist die Aussage, ich höre deinen Podcast so gerne zum Einschlafen, eigentlich ein sehr großes Kompliment und vor allem eines, das wunderbar zeigt, wieso Podcasts ein so wertvolles und gutes Mittel für die Wissenschaftskommunikation sind. Weil was heißt es, wenn jemand sagt, ich höre deinen Podcast so gerne zum Einschlafen? Wenn man im eigenen Schlafzimmer ist, im eigenen Bett liegt beim Einschlafen, das ist eine extrem intime Situation. Da lässt man nicht einfach jede Person rein. Also wenn man als Wissenschaftskommunikator quasi in das Bett der Zielgruppe eingeladen wird, das ist wirklich etwas, das darf man nicht unterschätzen. Da steckt ganz viel Vertrauen drin. Ich höre mir nicht einfach irgendwas an zum Einschlafen. Ich bin in meinem wirklich Safe Space, ich bin bei mir zu Hause in meinem Bett und da lasse ich Menschen nur rein, wenn ich ihnen vertraue. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich höre deinen Podcast zum Einschlafen, heißt es auch, dass diese Person ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat. Und das ist wichtig. Vertrauen ist wahnsinnig wichtig in der Wissenschaftskommunikation. Ja, weil das ist ja das große Problem, was die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation immer wieder bekämpfen muss. Die Wissenschaftsfeindlichkeit, die Wissenschaftsskepsis, das mangelnde Vertrauen. Ja, und das Vertrauen, das einem, wenn man die Podcasts gut macht, entgegenschlägt mit der Aussage, ich höre deinen Podcast so gern zum Einschlafen, das ist etwas, das man wertschätzen sollte. Und vor allem, die Leute hören den Podcast ja nicht nur zum Einschlafen, die hören den auch, wenn sie wach sind. Das ist das, was meistens danach kommt. Und am Tag höre ich es mir dann nochmal an, weil ich eingeschlafen bin dabei. Das heißt, nur weil die Leute einschlafen, heißt nicht, dass sie die Inhalte nicht konsumieren. Jetzt kann man sich überlegen, wie kann man es erreichen, dass der Podcast zum Einschlafen ist oder ein bisschen anders formuliert, wie kann man es erreichen, dass ein Podcast sich als gutes Medium für Wissenschaftskommunikation eignet? Und das wäre natürlich etwas, was man in mindestens einem mehrstündigen Vortrag, idealerweise einem semesterlangen Kurs erklären müsste. Ich werde es in 10 Minuten probieren, die wichtigsten Punkte zu erklären, die ein Podcast haben sollte, wenn er sich für Wissenschaftskommunikation eignet. Natürlich mein Inhalt, logischerweise, das setze ich mal als gegeben voraus, dass man, wenn man Wissenschaft kommunizieren will, auch für entsprechende Inhalte sorgen muss. Aber das ist ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf, weil gerade wenn man anfängt mit Wissenschaftskommunikation, wenn man sich das erste Mal dafür interessiert, wenn man selbst vielleicht noch studiert, dann ist man natürlich mal geneigt, über seine eigene Forschung zu erzählen. So habe ich auch angefangen. Ich habe über meine eigene Forschung erzählt. Klar, das ist das, wo ich mich am besten auskenne. Und erst im Laufe der Zeit weitet sich der Blick. Aber wenn ich jetzt anfange, einen Podcast zu machen über meine eigene Forschung, dann muss ich mir überlegen, habe ich da genug zu erzählen? Habe ich genug Geschichten zu erzählen? Ist das irgendwas, wo ich dann nach 5 Folgen draufkomme, okay,
irgendwie habe ich jetzt alles auserzählt und mir fällt nichts mehr ein. Das heißt, nur weil eine Wissenschaft voller Inhalte ist, heißt es noch nicht, dass man selbst auch genug Inhalte für einen Podcast hat. Das heißt, das ist eine Überlegung, die am Anfang stehen muss. Wie gesagt, Inhalte sind trivialerweise relevant, aber auch nicht so trivial, dass man einfach davon ausgehen kann, es wird sich schon was finden. Ja, man muss was finden, dann hat sich was gefunden, von selbst findet sich nichts. Und dieses Problem, dass man irgendwann vielleicht keine Inhalte mehr findet, das führt zum nächsten Punkt, nämlich der Konstanz. Das unterschätzt man auch oft. Man denkt sich, ich fange mal an, einen Podcast zu machen und dann ist eine Folge fertig. Und dann veröffentlicht man die Folge und dann macht man noch eine Folge und dann macht man noch eine Folge und dann kommt einem was dazwischen, dann fährt man auf Urlaub, dann ist irgendwo, keine Ahnung, die Großmutter hat den 80. Geburtstag oder man hat irgendwie eine schwere Prüfung oder was auch immer. Ja, dann setzt man mal irgendwie eine Folge aus und dann denkt man sich, ach, jetzt habe ich das nicht gemacht, jetzt ist schon egal, jetzt kann ich noch eine Woche warten und dann... Ja. Und wenn das dann irgendwann sich einspielt, dass die Zuhörerschaft nicht mehr weiß, wann jetzt mit einer neuen Folge zu rechnen ist, naja, dann hat man ein Problem, weil Konstanz ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor, wenn um Vertrauen gespielt wird. Ja, wenn ich möchte, dass mir die Menschen vertrauen, dann müssen die Menschen auch wissen, was sie erwartet. Das heißt, mein Podcast Sternengeschichten erscheint seit 10 Jahren jeden Freitag um 7 Uhr morgens. Gibt es eine neue Folge. Seit 10 Jahren, es ist nie ausgefallen. Ich glaube, einmal habe ich aus Versehen mich verklickt und es ist am Donnerstag erschienen. Aber im Prinzip wissen die Leute, jede Woche gibt es eine Folge. Das Klima erscheint jeden Montag. Das Universum erscheint jeden zweiten Dienstag. Das wissen die Leute und darauf können sie sich verlassen. Und das ist wichtig. Diese Konstanz ist wichtig, wenn man Vertrauen aufbauen will. Denn ansonsten, ja, wenn ich nicht weiß, kommt es nicht, dann ist es mir irgendwann auch wurscht. Dann, wenn ich es zufällig mal irgendwo sehe, dann höre ich es mir an. Wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Wenn ich aber weiß, jeden Freitag da kommt was, dann freut man sich vielleicht auch schon drauf, dass was kommt. Das heißt, dieser Faktor, dass man tatsächlich sich beim Podcasten, bei der Konzeption des Podcasts schon damit beschäftigt, wann wird denn der erscheinen, wie oft wird er erscheinen, was für ein, ja, wie kann ich das in meine Arbeit integrieren, habe ich das, die Möglichkeiten, wirklich wöchentlich eine Folge zu machen, mache ich es 14-tägig, ja, das muss man sich vorher genau überlegen, weil ohne Konstanz hilft der beste Inhalt nicht, weil dann wird er nicht konsumiert, dann denken sich die Leute, ja, wenn sie es zufällig finden, dann wird es gehört und ansonsten nicht. Und das Zweite, was in der Konstanz wichtig ist, ist die Struktur. Das heißt, man sollte auch eine grobe Idee haben, wie man die Inhalte vermittelt, die man vermitteln will. Das kann man auf alle möglichen Arten machen. Da ist der Kreativität überhaupt keine Grenze gesetzt. Aber wenn man sich mal entschieden hat für ein Konzept, dann sollte man das nicht zu oft und zu leichtfertig ändern, weil das kennen alle, wenn die Lieblingstageszeitung plötzlich im neuen Layout erscheint, dann ist erstmal Riesenaufregung die ganze Zeit, bis sich die Leute daran gewöhnt haben, dass es so ist. Das heißt, wenn sich irgendwo was ändert, dann ist es prinzipiell etwas, was auch dem Vertrauen entgegenwirken kann. Das heißt, auch beim Inhalt sich vorher schon gut überlegen, was möchte man denn gerne machen, denn nur dann kann sich über die Konstanz das Vertrauen aufbauen. Und der wichtigste Punkt, ja, der all das umschließt, das ist wirklich die Art und Weise, wie man die Inhalte vermittelt. Ja, ich rede jetzt nicht von der Wissenschaftskommunikation allgemein, das zieht sich ja hier durch die ganze Konferenz und ist ein Themenfeld, das viel zu umfangreich ist, wie man jetzt Wissen konkret so aufarbeitet, dass es verständlich ist. Das ist eine ganze Wissenschaftsdisziplin. Ich meine das Genre des Podcasts. Ja, wie mache ich es jetzt konkret? Was mache ich in dem Podcast? Wer spricht was ins Mikrofon rein? Wenn sich Institutionen wie Universitäten, Forschungseinrichtungen oder sonstige Institutionen irgendwie überlegen, wir machen jetzt den Podcast, sehr, sehr oft, fast immer, kommt man dann auf die Idee, naja, wir interviewen Leute. Ja, wir haben ganz viele gescheite Leute auf unserer Uni und die interviewen wir einfach, dann können die erzählen, was sie so wissen. Das ist ein durchaus plausibles und prinzipiell vernünftiges Konzept, ja? Weil das sind die Leute, die sich auskennen und die sollen erzählen, was sie wissen. Das Problem ist, mit dieser Art von Podcast kann man sich sehr schnell sehr viele Probleme einhandeln, wenn man einfach nur auf Interviews setzt. Denn erstens ist es wahnsinnig schwer, Interviews zu führen. Das unterschätzt man. Also wirklich Fragen stellen, sodass das Publikum was davon hat, das ist schwer. Das muss man können, das muss man lernen, wenn man es machen will. Das ist nicht einfach. Und das zweite, viel schwerwiegendere Problem ist, dass man in jeder Folge eine andere Person hört. Und das sind halt Menschen, die einen können vielleicht gut reden, die interviewt werden, die anderen nicht so gut. Die einen haben mehr Lust, die anderen haben weniger Lust. Also
man hat eine sehr große Variation und wie gesagt, es sind immer neue Leute dabei. Und wenn dann noch dazu die Person, die die Interviews führt, vielleicht auch noch immer wechselt oder die Person, die das Interview führt, probiert eine neutrale wirklich Position einzunehmen, sodass sie selbst kaum in Erscheinung tritt, dann haben die Leute einen Podcast, der vielleicht voll ist mit interessanter Wissenschaft, aber keine Konstanz. Sie haben nichts, wo sie Vertrauen aufbauen können. Sie haben nichts, zu dem sie eine Beziehung aufbauen können, weil ständig neue Leute zu hören sind. Das heißt, so einen Interview-Podcast, der ist wahnsinnig schwer zu machen, damit er gut funktioniert. Und es ist auch wahnsinnig schwer damit, diese Art von Konstanz und Vertrauen aufzubauen, die man haben möchte, wenn man wirklich einen Podcast mit Stammpublikum haben will, wenn man einen Podcast haben will, wo die Leute wirklich sagen, das höre ich gern zum Einschlafen. Vor allem kann man damit auch das große Problem nur schwer angehen, das die Wissenschaftskommunikation immer hat, nämlich das Problem, wie kann ich Menschen dazu bringen, Wissen zu konsumieren, sich für etwas zu interessieren, von dem sie noch gar nicht wissen, für das sie sich interessieren. Wenn ich jetzt irgendwie so einen Interview-Podcast mache, ja, dann interviewe ich vielleicht irgendwie eine Astronomin und einen Wirtschaftswissenschaftler. Und beide können wunderbare, tolle Geschichten erzählen, aber ich als Podcast-Hörer werde bedenken, je nachdem, ob ich mich jetzt für Astronomie oder Wirtschaftswissenschaften interessiere, werde ich die eine Folge hören, die andere nicht. Aber ich mir denke, das interessiert mich nicht, höre ich mir nicht an, weil ich keine Beziehung zu diesem Podcast-Publikum habe. Podcast-Produzenten aufgebaut habe. Wenn man es jetzt aber anders macht, wenn ich keine ständig wechselnde Belegschaft habe, sondern das, was zumindest in drei dieser vier Podcasts passiert, nämlich immer die gleichen Leute, die erzählen. Ja, in Sternegeschichten erzähle ich und sonst niemand, die dauern 10 Minuten, ich rede 10 Minuten und das war's. Im Podcast Das Universum zum Beispiel sind wir die meiste Zeit zu zweit plus ab und zu dritt. Also es sind immer nur zwei Leute, die reden, aber insgesamt drei Leute, die sich abwechseln. Im Klimapodcast sind wir auch zu zweit und das sind immer die gleichen Leute. Ja? Es ändert sich nie was an der Besetzung und wir erzählen in diesem Podcast auch ein bisschen was Persönliches. Ja? Also es ist nicht so, dass wir einfach nur streng, strikt die Wissenschaft referieren, sondern wir erzählen zum Beispiel auch vermutlich in der nächsten Folge vom Universum, dass wir heute hier gewesen sind und was wir hier so erlebt haben, weil das erstens auch interessant ist und zweitens uns als Personen greifbar macht. Ja, das heißt, die Menschen können ein Gefühl kriegen, wer bin ich, wer sind die anderen Menschen, die in dem Podcast sind und das führt dazu, dass sie etwas haben, zu dem sie Vertrauen aufbauen können. Ich kann kein Vertrauen zu der Universität aufbauen oder zu der Forschung aufbauen. Ja, das funktioniert nicht. Das sind nämlich die gesichtslosen Einheiten. Ich brauche Menschen. Menschen haben Vertrauen zu Menschen und dann vielleicht über die Menschen zu den Institutionen, zu denen die Menschen gehören. Aber es braucht Menschen. Das heißt, wenn man so Podcasts macht, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu machen und gerade für Institutionen schwierig zu machen, weil die denken sich, das ist doch nicht seriös. Da sitzen zwei Leute und quatschen einfach nur. Das hat doch nichts mit Wissenschaft zu tun. Wie soll denn das funktionieren? Ja, auf den ersten Blick mag das so klingen, aber Wissenschaft wird halt von Menschen gemacht und die Menschen sind nicht einfach nur Leute, die Wissenschaft machen. Die haben auch ein Leben und dann sollte man das auch entsprechend darstellen. Und dann hat man eben den Effekt, dann, wenn ich mal irgendwie so eine Basis aufgebaut habe, wenn ich als Mensch erkennbar bin in dem, was ich in meinem Podcast mache, wenn ich das erkennbar mache, dann können die Leute eine Beziehung aufbauen und dann kann ich ihnen alles erzählen. Das meine ich jetzt nicht so, dass ich ihnen alles reindrücken kann, was ich gern will, aber dann spielt es keine Rolle, ob ich jetzt im Podcast eine Geschichte erzähle über Astronomie oder eine Geschichte erzähle über Chemie oder Physik oder was auch immer. Dann hören die Leute sich das an, weil sie gern hören wollen, was ich dazu zu sagen habe, was ich erzähle. Auch wenn sie das Thema vielleicht gar nicht interessiert. Sie wollen einfach hören, was haben die dazu zu sagen. Die Leute, die ich mir schon jede Woche, seit 5 Jahren, jeden Tag, jede Woche anhöre, die ich mag, die ich gut finde, was haben die dazu zu erzählen? Das heißt, über diesen Weg kann man eben wirklich Wissen auch dahin vermitteln, wo es sonst nicht hinkommen würde. Und der Podcast, wenn dieses Konzept, das gilt generell für alle Medien der Wissenschaftskommunikation, das gilt für Texte, das gilt für Videos und so weiter, das kann man überall anwenden. Die Podcasts sind insofern interessant als Medium oder ich will nicht sagen überlegen als Medium, aber speziell als Medium, als dass man erstens im Vergleich zu anderen Medien wie Texten oder in der Zeitung und so weiter, hat man keine Einschränkung. Ja? Ich habe keine zeitliche Begrenzung. Also ein Podcast kann 10 Minuten dauern, ein Podcast kann 3 Stunden dauern. Es gibt Wissenschaftspodcasts mit
10 Minuten oder mit 3 Stunden. Es gibt welche, die haben Folgen, die dauern im Durchschnitt 3 bis 4 Stunden und gehören zu den erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts im deutschsprachigen Raum. Also da hat man, wenn man das Vertrauen der Hörerschaft hat, dann hat die auch kein Problem damit, sich 3 Stunden lang irgendwas anzuhören. Das geht. Vor allem, die müssen es ja nicht am Stück hören, weil den Podcast kann ich ja dann hören, wann ich will. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Podcasts sind so ein klassisches Nebenbei-Medium. Ja, das klingt auch ein bisschen despektierlich. Ich will ja, dass das Publikum voll und ganz dabei ist mit der Aufmerksamkeit. Die sollen das nicht nebenbei hören, aber nebenbei macht man halt dann Dinge, die man gerne macht. Ja, ich gehe laufen, ich gehe spazieren. Das heißt, ich bin in einer positiven Stimmung und in dieser positiven Stimmung höre ich mir dann an, was die Leute, die ich gern mag, zu erzählen haben. Und der dritte Punkt, die Leute sind direkt in meinem Kopf. Man darf nicht unterschätzen, was das Hören, das direkte Hören über die Kopfhörer, die ja meistens dabei sind, wenn man was hört, was das für einen psychologischen Effekt hat. Ja, man ist direkt im Kopf der Menschen und das schafft eine ganz intensive Art der Vermittlung. Ja, das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man das so macht. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, wie Podcasts gut funktionieren können. Ich möchte, dass Sie sich am Ende vielleicht, wenn Sie jetzt die Augen, hat vermutlich keiner zugehabt, aber wer sie zuhört, kann sie jetzt gern wieder aufmachen. Wer geschlafen hat, kann gern wieder aufwachen. Was Sie mitnehmen sollten, ist, dass erstens Podcasts machen ist Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist mehr als einfach nur in ein Mikrofon reinzusprechen. Da muss man sich sehr viel überlegen. Und wenn man sich viel überlegt, dann sind die Podcasts ein wunderbares Mittel, um Wissenschaft zu kommunizieren. Also bitte probieren Sie es einfach mal aus, Podcasts zu machen, oder wenn nicht, dann hören Sie sich zumindest welche an. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel nicht erzählen können bei dem Podcast. Das hat sich geändert, die Situation. Also ich habe 2012 angefangen mit dem Podcast, da gab es noch kein Spotify und so weiter, wo man irgendwas veröffentlichen hätte können. Also klassischerweise, ein wirklich klassischer Podcast wird über einen Podcast-Feed veröffentlicht, ein RSS-Feed, also einfach die technische Adresse. Wenn man die irgendwo kennt, dann kann ich mir irgendeine Podcast-App runterladen und dann gebe ich die Adresse ein und dann kann ich alle Folgen hören. Da muss ich nicht irgendwie ein Spotify-Abo abschließen oder sowas. Natürlich kann man heutzutage kaum mehr an diesen großen Plattformen vorbei und das ist ein bisschen ein Problem, weil die teilweise auch exklusiv sind, Entschuldigung. Das heißt, es gibt durchaus viele Podcasts, die kann ich nur bei Spotify hören oder die kann ich nur bei Audible hören und das ist eigentlich nicht gut, weil dann kommt es eine Defragmentierung zusammen und gerade in der Wissenschaft möchte man ja, dass alle das hören können. Das heißt, ich empfehle, wenn jemand einen Podcast macht und den veröffentlicht, eben wirklich darauf zu setzen, dass dieser Podcast auch ganz klassisch per Feed verfügbar ist und wer gern wissen will, was das im Detail heißt, der kann ich gerne nachher noch privat im Detail erklären, aber dass er wirklich verfügbar ist, man kann die dann immer auch noch bei allen anderen Anbietern einstellen. Also es ist kein Problem, einen Podcast wirklich überall verfügbar zu machen. Also alle meine Podcasts kann man mit jeder beliebigen Podcast-App runterladen, die Sie gerne wollen. Sie können im Internet, im Browser auf Play drücken, wenn Sie das wollen. Sie können sich die MP3 runterladen und von mir aus auf Kassette brennen oder so. Ich glaube, Kassette brennen geht nicht, aber auf CD brennen und die CD auf Kassette überspielen, das geht auch. Aber Sie können die Podcasts auch alle bei Spotify hören, bei Amazon Music, bei Audible, bei Deezer und was weiß ich, was es hier noch alles gibt. Also das kann man alles, man kann dafür sorgen, dass der Podcast überall zu hören ist. Das ist kein Problem. Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, es ist Arbeit, wie gesagt. Also Wissenschaftskommunikation allgemein ist Arbeit. Das ist nichts, was man mal irgendwie so nebenbei macht, was irgendwie die studentische Hilfskraft nebenbei machen kann, wo man den Praktikanten hinschickt und das macht. Also es ist Arbeit. Das muss einem klar sein. Wenn man es wirklich auf eine einigermaßen seriöse, nachhaltige Art machen will, ist es Arbeit und die muss man halt genauso organisieren wie andere Arbeit. Aber tatsächlich, wenn man sich wirklich bemüht, dass das konsistent ist, dass es jeden Freitag eine Folge gibt, dann ist es zum Beispiel auch kein Problem, wenn dann doch mal was ausfällt. Ja, wenn die Leute sehen, okay, da war jetzt irgendwie 3 Jahre lang, kam jede Woche eine Folge und wenn da mal irgendwie eins ausfällt, man kann man immer noch sagen, okay, ich kann dann
eine 10-Sekunden-Folge aufnehmen und sagen, Leute, geht gerade nicht, nächste Woche geht's weiter. Also wenn man die entsprechende Beziehung hat zum Publikum, dann ist das kein Problem. Dann versteht es das auch, dass jetzt halt mal in dieser Konsistenz eine Lücke ist. Das ist kein Problem, aber dazu muss sie erstmal da sein. Ja? Wenn man von Anfang an schon anfängt und überhaupt nie irgendwo ein Muster aufgebaut hat, von dem man abweichen kann, dann kennt sich eh keiner aus. Das heißt, wenn man ausreichend viel Konsistenz geschaffen hat, kann man sowohl, also strukturell vom Inhalt, man kann auch immer wieder mal im Podcast, zum Beispiel im Universums-Podcast machen wir das. Der besteht im Wesentlichen daraus, dass ich und Ruth miteinander reden, beziehungsweise ich und Evi miteinander reden, aber alle 50 Folgen oder so, alle 20 Folgen, laden wir mal irgendwie eine neue Person ein und reden mit der über irgendwas. Das kommt durchaus vor und das ist okay, weil die Leute wissen, okay, das ist jetzt nicht immer so, das ist jetzt mal eine Ausnahme, das ist was Besonderes und danach, selbst wenn mir das jetzt nicht gefallen sollte, beim nächsten Mal wird es wieder normal. Ja, also man kann durchaus abweichen davon, wenn man was hat, von dem man abweichen kann. Genau, also das ist natürlich auch etwas, das ist schon sehr technisch das Ganze, aber natürlich muss man sich Gedanken machen. Wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwo so ein Audible Exclusive oder Spotify Exclusive bin, ja, dann gehört das denen und ich krieg Geld dafür und das war's. Wenn ich das jetzt so machen hier, so, soweit ich mich erinnern kann, beim Science Masters Podcast weiß ich es gerade nicht exakt, aber die anderen drei, die sind alle unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Das sollte auch irgendwo dabei stehen. Das heißt, mit denen kann man halt das machen, was man im Rahmen dieser Creative Commons Lizenz machen kann oder halt nicht machen, was man nicht machen darf. Das muss man sich halt genauso wie alles andere vorher überlegen. Möchte ich gern, ich meine, hier geht es um Wissenschaft, da habe ich kein Problem damit, wenn Leute das weiter verwenden im Rahmen der Lizenz, weil ich will ja, dass das Wissen da weiter verwendet wird und mit dem Wissen, was gemacht wird. Darum habe ich da für diese Podcasts aktiv die Creative Commons Lizenz rausgesucht. Aber ansonsten muss man schauen, also jetzt quasi aus der anderen Perspektive, nicht aus der Veröffentlichungsperspektive, sondern Nutzungsperspektive, muss man halt schauen. Also wenn jetzt irgendwie mein eigener Podcast daraus besteht, dass ich nur irgendwie Clips von anderen Podcasts in einer anderen Reihe, dann ist natürlich, sollte man sich überlegen, ob das ein sinnvolles Konzept ist, was zu machen. Aber ja, wie gesagt, das ist eine der vielen Entscheidungen, die man sich überlegen sollte, wenn man einen Podcast macht. Sollen Leute was damit machen dürfen? Und wenn ja, was? Und ja, dafür gibt es die Creative Commons Lizenzen, die man mit den gängigen Podcast-Veröffentlichungstools dann auch einfach klickt man ein paar Sachen an und dann ist das fix da eingestellt und dann können es alle, die es gerne wissen wollen, dann auch entsprechend nachlesen, was das für eine Lizenz hat.